Folge 61. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich habe keine Ahnung. Falscher Code. Code gerade ausrichten. Ah, ach so. Ich kann jetzt hier so ein bisschen die Zahlen verändern. Während ich dann hier das Coderad so ein bisschen ausrichten kann. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie wir das machen. Also ich mach mal eben so... ich drehe das jetzt einfach mal auf 5. Wahrscheinlich habe ich das jetzt schon sowieso alles verkackt. Aber ansonsten wäre zu 9 wäre das dann 4. Zu 1 wäre das dann 6. Ach komm. So. Und zu 7 wäre das dann 7 wäre 2, genau. Bestätigen. Falscher Code. Und wenn ich die 9 auf die 9 packe, ist, glaube ich, irgendwie sinnlos. Hier, jetzt habe ich die 9 auf die 9, es hängt alles auf einmal. Komm, ich gebe jetzt auch trotzdem nur einfach mal 9. Ich habe übrigens, also ich habe überhaupt keine Ahnung, was, wie man das da macht. Bestätigen. Ja, hey, ach, das ist das Ding von Tesla. Ja, was ist das für eine Taste? Ist das eine rechte... Ist das eine rechte Maustaste? Ja, es dürfte die rechte Maustaste sein. Also gut, wie auch immer man das Ding ausrichten muss, es stand ja vorher alles auf 0. Ich habe keine Ahnung. Ich will es trotzdem einfach mal abbrechen. Ich will es eigentlich abbrechen. Kann ich das hier nicht irgendwie abbrechen? Doch, kann ich. So, und mir vorher die Feder hier krallen. Und, ja, das war ja super, was ich da getan habe. So. Dann einmal hier so schnell rübergehen, anonymisieren. Dann wollen wir wirklich dann doch mal was mit der Wahrheit weitermachen. Weil es ja noch mindestens einen Teil gab, den man lösen musste. Also, Mann heißt also, ich hab das Ding ja dann an diesem Kolosseum, an dem alten römischen Kolosseum, das alte römische Theater, glaube ich, hieß es genau. Und, naja, da müssen wir natürlich auch die Wahrheit noch lösen. Mit Nikola Tesla. Na komm, jetzt hier so. Und, away! Feder! Und hier oben werden wir dann mit der Wahrheit beginnen. So, heißt ein paar Folgen Wahrheit. Datenbank. Die Wahrheit. So, es sind noch 3 nicht entschlüsselt. 3 Diebstähle. Vertuscht durch die Morde. Menschen sehen nur, sie trainieren. Das kommt mir bekannt vor. Was die Organisation sie sieht. Und zwar nicht, weil ich das einmal wieder aufgeholt und dann teilweise ein Hattrick. Doch, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Ah ja. Gandhis Begräbnis. Die Wölfe sind auf der Jagd. 6 ist gleich 1. Wo ist Jack nur hin? Ach komm. Na, jetzt war das gerade eben. So. 6 ist gleich 1. Das bedeutet, bei 8 haben wir. Bei 8, genau da unten, da ist 8, haben wir 3. Bei 6 haben wir. Wer es glaubt, 1? Oder ist 1 gleich 6? Das müssen wir eben gleich mal nur so ausprobieren. Quatsch, andersrum. Dann nehme ich der. Doch, da ist wohl die 1. Gnarf. Bei 7 haben wir dann die 2. 3 und 2. Zugriff gewährt. Operation Neue Grenze. Das HQ hat grünes Licht gegeben, die Ressource auszubeuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F plant, jedem eine Stimme zu geben. Mit so jemandem kann man nicht argumentieren. Ich schicke euch den Fahrer. Wir haben ihn mit ES2 in unserem Labor trainiert. Er sollte keine Probleme machen. Die Route der Fahrzeugkolonne ist unten markiert. Nachdem das Ziel erledigt wurde, entweder von Oswald... Ah! Kennedy.
Von Oswald oder Zed, benutzt du ES1, um für die Ablenkung zu sorgen. Lass eine Art Phantom an dem Ort erscheinen, den ich mit dem X markiert habe. Er schrick die Leute. In der Verwirrung schnappt sich der Fahrer ES3. Ja. Daily Plaza, Dallas, Texas. Da hast du übrigens das X. Also gut. Zugriff, Passwort. So, Datei freigegeben. Das war ja wohl mal eine einfache Kiste. Er wollte den Kreislauf stoppen und das Geheimnis verraten. Scheiße. Scheiße. Kopfschmerzen denken, sie verdammt. So. Ja, ja, das Knacken im Hintergrund ist übrigens mein Schreibtischstuhl, weil der jetzt, glaube ich, weiß ich, 6, 7 Jahre alt ist oder so ist. Das hatten wir ja gerade eben schon, also in der letzten Folge schon. Ui, wir dürfen Licht machen, wir dürfen Licht machen. Licht! Ui! Weiter. Nikola Tesla, Wardenclyffe Tower im Bau, circa 1900. Ach, da müssen wir wahrscheinlich was suchen. Er fand es in Kroatien. Ja, das sind übrigens die berühmten Tesla-Spulen hier. Hier hat man eine Kugel gehabt und diese Tesla-Spulen schaffen Ströme von, lass mich lügen, mehreren tausend Volt oder sowas und auch ziemlich hohen Amperezahlen, mit denen man dann Blitze erzeugt hatte, die dann auf eine Kugel, auf eine Konduktorkugel trafen. Damit kann man übrigens auch Musik machen, also wollte ich mal so anmerken. Na, hier nicht irgendwo eine Kugel? Nicht irgendwo bei ihm? Nirgendwo. Doch, da ist es doch. Da ist doch der Ehensplitter. Er fand es in Kroatien. Die würden es in seinem Labor finden. Also. Tada! Das Ding wäre auch erledigt. Hui, ich dachte, das wäre in ein paar Folgen, weil ich richtig verplant bin. Egal, jetzt kommen wir nochmal zu Titanen der Industrie. Edison, Archiv, Zugriff verweigert, bla. Jetzt weiß man ja fast wieder, was man machen muss. Jetzt müssen wir hier nur irgendwo nach Zahlen oder sowas suchen, wo dann steht, dass das gleich das ist. Ach, hier steht's doch, 4 gleich 1. 4 ist gleich 1. Demnach ist es 9, 9, 9, 9 ist 2, genau, es muss ja immer 11 ergeben. 1 ist, okay, muss es nicht, ist 4. Und bei 7 haben wir die 0. Das heißt, das dürfte richtig sein. Uah! Werter Mr. Morgan. Eine dringende Angelegenheit hat meine Aufmerksamkeit erregt. Nikola Tesla plant ES4 zu benutzen, um ein Informationsnetzwerk über die ganze Welt zu errichten. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, will er jedermann den Zugang dazu gratis gewähren. Stellen Sie sich vor, wie die Massen Wissen ohne Verzögerung untereinander austauschen. Das würde alles, was wir planen, noch schwieriger machen. Sie müssen sofort alle Geldmittel für dieses Experiment einfrieren. Falls Sie kalte Füße bekommen, informiere ich Sie, dass er auch die Elektrizität gratis anbieten will, was uns aus dem Geschäft drängen würde. Übrigens, datenlose Vernetzung und alles ist Internet. Ist alles Internet. So, ich habe bereits begonnen, Tesla mit in der Presse zu verleumden. Verleiten Sie einfach sein Budget, verteilen Sie einfach sein Budget um... Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Verteilen Sie einfach sein Budget um und ich kümmere mich selbst um ES4. Hochachtungsvoll, Thomas Alva Edison. Der Schweinehund. Ah ja. Das ist ja wohl krass geil gemacht. Erst alles anzünden, dann ping, ping und ping. Edison beweist die tödliche Wirkung von Wechselstrom mit auf... an Elefanten. Aua. Ping. Die Aufnahmen sollte man eigentlich kennen. Von Wechselstrom, ja, es ist schade, dass man sowas nicht lesen kann. Er wollte, dass alle das Geheimnis kennen. Uns alle befreien. Sie nutzten es, um ihn in den Wahn zu treiben. Wir haben es gefunden. Ford. Harrison Ford oder Henry Ford? Hä? Huh? 2. steht hier unten.